So, ich habe da jetzt mal eine Antwort für Sie bekommen. Hier, da ist sie. Es ist nicht so oft der Fall, dass jemand noch einmal nachfragt. Ihre Frage lautete, wie kann ich wissen, dass das, was wir beide hier tun, nicht ebenfalls eine Illusion ist? Ja, so hier. Die Antwort lautet, es ist eine... Bitte? Moment, Moment. Und da darunter steht, betrachte das Wort Illusion. Und dann steht hier in Klammern, Ludos, das Spiel, illudere, mit etwas spielen, sein Spiel treiben. Tja, das ist jetzt neu für mich. Für Sie natürlich nicht. Entschuldigung. Ah, Illusion hat nichts zu tun mit Realität. Ha, da denkt man, man wisse etwas. Ja, also, hier geht es dann weiter. Ich darf das dann mal vorlesen. Sie können es selbstverständlich später mitnehmen, falls Sie sich jetzt nicht entscheiden mögen. Also, wenn man gewohnt ist, Wissen, Kontrolle und Macht zu haben, ist die Eröffnung einer vollkommen neuen Perspektive eine Herausforderung. In diesem Fall, wenn man gewohnt ist, das Gefühl der Macht und Kontrolle zu haben und dadurch Allmacht zu sein, macht einzig die Idee ihres Verlustes es möglich, vollkommen neue Perspektiven zu erfahren, die Gegenteile, Chaos, Angst und hilflos zu sein. Eine scheinbar nicht kontrollierbare, unberechenbare Situation ermöglicht es, dass es aufregend, spannend, amüsant, ja, das alles sein kann. Anzahl der Mitspieler unbegrenzt, eine Verbindung gleich einer symbiotischen Schwingtür zwischen Geist und Materie ermöglicht dies. Sie bietet im Spiel des Lebens die Möglichkeit, sich selbst als den Ursprung all dessen, was wahrgenommen wird, zu erkennen. Zu erinnern, diese geöffnete Verbindung, die jetzt im Spiel den Geist des Spielers spiegelt und daraufhin für ihn Erscheinungen projiziert, die als ein komplettes Leben empfunden werden, das alles selbst zu sein. Klingt das nicht super spannend? Täter und Opfer in einer Spielfigur. Genialer geht's kaum, oder? So, weiter. Alles selbst zu sein und nun bewusst Sinus und Cosinus. Ohne Wellenberg kein Wellental, ohne Hass keine Liebe, ohne Krank kein Gesund. Ja, alle Gegensätze, die im Spiel erfahren werden, im Geist zu vereinigen, zu heilen. Um mit dieser Energie, der Synergie, auf das nächsthöhere Spielniveau zu gelangen. Die gespiegelten Gegensätze sind grundsätzlich abhängig von der Entwicklung des Spielers. Ja, das ist klar. Ah, jetzt verstehe ich auch die, Moment, wie wird sie hier genannt? Die symbiotische Schwingtür. Tja, genau das ist die Voraussetzung, die eigene Individualität. Sich selbst als diesen Individualitäter sozusagen zu erinnern. Und daran, dass das im Spiel vergessene Selbst allzeit und ewig ist. Möchten Sie jetzt spielen? Stellt sich diese Frage überhaupt? Tun Sie es nicht schon? Jetzt bin ich Wind
und alle Namen, die er trägt und dieses Kind durch einen Namen nur geprägt. Jetzt bin ich Land, ein Tal, ein Ort und ich bin hier, ich bin verwandt und alle Teile sind ein Jetzt bin ich Wind, alles Namen, Licht erträgt und jedes Kind, alle Geschichten eingeprägt. Jetzt bin ich Land, Teile und Worte sind nun hier, jetzt verwandt, wir vollkommen eins in mir.